Hi und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, heute habe ich für euch das Video einen kleinen Fashion Haul. Ja, ein paar Sachen habe ich mir bei H&M gekauft und ein paar Sachen bei Mango. Ja, und die wollte ich natürlich euch zeigen und ja, viel Spaß mit dem Video. Genau, also als erstes bei H&M habe ich diesen super flauschigen Pulli gefunden. Oh, der ist super flauschig, super warm und total angenehm zu tragen. Und ja, das ist halt so diese ganz so flauschige Qualität. Der ist in der Farbe Rosa. Und den gleichen habe ich mir auch noch in Schwarz gekauft. Und wie gesagt, der war im Sale und hat jeweils 10 Euro gekostet. Ja, diejenigen, die mein letztes Video gesehen haben, und zwar es ging da um Jogginghose, wissen genau, dass ich Jogginghose liebe. Und ich habe mir zwei neue Jogginghosen zugelegt. Und zwar einmal solche hier in Grau von H&M, von dieser Firma Divided. Ja, die sind ganz schlicht in Grau und mit so Gummibund hinten unten. Und ich meine, die hat nur 7 und 8 Euro gekostet. Ja, noch eine Jogginghose. Und zwar diese hier. Ja, so sieht die aus. So grau meliert ist die. Und ja, die ist auch schon ein bisschen enger geschnitten. Aber ja, ich liebe die Hose. Und ich meine, die hat auch nur 8 Euro gekostet. Oh, total super weiche Qualität, total angenehm zu tragen. Also ich liebe solche Hosen. Bei H&M habe ich mir noch so zwei Basic T-Shirts zugelegt. Einmal in diesem wunderschönen Rosa und einmal in Beige. Ja, die kann man immer gut gebrauchen und die haben auch jeweils 3 Euro gekostet. Ja, das war's schon halt mit H&M. War nicht viel. Jetzt habe ich bei Mango, da waren irgendwie so 70% Sale. Das ist auch schon ein bisschen länger her. Und da, ja, und bei Mango habe ich mir halt so eine wunderschöne Bluse hier bestellt. Und zwar so sieht die aus. Weiß und mit so einem halt hier schwarzen Kontraststreifen. Und das ist halt so eine Art Wickeloptik. Wunderschöne Qualität. Also wirklich wunderschön. Das fühlt sich so gut an. Und die hat im Sale nur 10 Euro gekostet und die musste auf jeden Fall mit. Dann habe ich mir noch so ein Basic Teil bestellt. Und zwar vorne, wenn man da sieht, dass er so hier vorne so ein bisschen wie durchsichtig und hinten mit so einem kleinen Knopf. Und ja, ganz schlichtes T-Shirt, kann man immer tragen. Und hat mir super gefallen und das hat nur, ich meine, 8 Euro gekostet. Ja, ich freue mich schon total auf Frühling irgendwie. Ich bin schon fast in Frühlingsstimmung, kann man sagen. Nee, kann man nicht, aber ich freue mich auf Frühling. Und ja, da habe ich bei Mango dieses wunderschöne Oberteil gesehen. Das ist halt so, ja, in Apricot, würde ich sagen. Und hier vorne hat er so ein Detail, also so einen kleinen Ausschnitt, was ich total schön finde. Ja, hinten hat er so Reißverschluss und auch tolle Qualität, total angenehm im Tragen. Und ich meine, das hat auch nur um die 7 Euro gekostet, aber wunderschön. Und die Farbe, die schreit schon nach Frühling, also wirklich toll. Oh, ich freue mich schon so sehr, wenn wir endlich mal Frühling bekommen und Sommer und ja, oh, wunderschön, ich freue mich. Zwei Basic-Oberteile bestellt, einfach so Spaghetti-Träger-Oberteile. Einmal in diesem wunderschönen Zartrosa, fast Nude-Rosa würde ich sagen, so Zart-Nude-Rosa. Und einmal in Schwarz. Ja, die Oberteile haben jeweils 3 Euro gekostet und die braucht man immer und ja, freue ich mich total. Wie gesagt, ich freue mich schon irgendwie bald auf Frühling, auf Sommer. Und ja, bei Mango habe ich mir auch noch die Sandalen hier bestellt. Die waren im Sale und die haben um die 9 Euro gekostet. Also ganz schlichte Sandalen. Also das ist mir so
Aprikofarben. Also in der Kamera kommt das irgendwie ganz rot an, aber es ist Aprikot und ja, wunderschön mit solchen hier kleinen Herzchen, solchen Details hier in Gelb-Gold. Ja, finde ich wunderschön und ja, freue ich mich total und ja, auf jeden Fall, die Zeit kommt noch, wo man die echt tragen kann und ich freue mich. So, und ja, da ich in letzter Zeit viel so aus meinem Kleiderschrank ausgemistet habe, auch viele Taschen unter anderem, habe ich mir jetzt eine neue zugelegt, auch von Mango, die war im Sale. Eine wirklich so ganz schlichte Tasche in Schwarz. Die Größe finde ich total gut, die ist nicht zu groß, nicht zu klein und ja, mit solchen zwei hier Fächern und auch einem langen Gurt. Und ja, ich finde die Tasche wirklich wunderschön und die war auch gar nicht teuer. Ich meine, die hat um die 15 Euro nur gekostet und ja, ich freue mich total. Ja, das war's auch schon wieder mit meinem kleinen Fashion Haul. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Über Kommentare würde ich mich natürlich sehr freuen. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss!